Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Scania Torpedo an, Version 1.0. Das Ganze gibt es nur für PC/Mac und kommt vom Modder Eric Isaac und AgroMods. Wichtiger Hinweis für die Konsolenspieler, es gibt einen Alternativmod ohne Scania-Logo-Lizenzgedöns, der 1:1 der gleiche ist, nur halt ohne die Lizenzen für euch Konsolenspieler, auch für PC-Spieler, aber insbesondere dann noch für die Konsolenspieler, ist auch mit verlinkt, beziehungsweise bringt euch ja eh nichts, aber ihr könnt es euch dann bei euch einer Konsole, Mod, bla, wisst ihr Bescheid, ne? Ja, Scania Torpedo 550 V. 8 in dem Falle. 550 PS standardgemäß Leistung, Automatikgetriebe 1075 Liter, Diesel 120 Max Speed, 12,6 Tonnen, 145 glatt in der Anschaffung, 7395 im Leasing. Wir haben unglaubliche 28 Config-Blöcke. Ich glaube, das sind die höchsten Config-Blöcke, die wir je bei einem Mod hatten. Bin mir nicht so sicher, aber 28 hat man auf jeden Fall nicht aller Tage. Motorausführung, Reifenhersteller, Reifenvariante, Chassisschutz, Kabinenaufkleber, Auspuff, Schutzgitter, Lasterenstäbe, Stoßstange, Dachlaternen oder Dachstange in dem Falle, Hörner, Warnlicht, Stoßstangen, dann Seitenstange hier, Grillstiele, Chassis, Sonnenblende, zusätzliche Vorhänge, Fahrerkabine, Dach, spezielles Lenkrad, Innenraumfarbe, Hauptfarbe, vordere Grillfarbe, Seitenkotflügelfarbe, hintere Kotflügelfarbe, Felgenfarbe, Kennzeichen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Fangen wir mit der Motorausführung an. 550T V8, 650T, 730T, 770T. Heißt 550, 350, 730 PS maximal an Leistung. Ich glaube, da ist ein Fehler entstanden hier auf 550. Bei 550T macht Sinn. 650T sollten, glaube ich, 650 PS sein, keine 350 PS. Also hier ist ein Fehler drin, können wir noch fixen. 730T ist dann 730 PS, ist klar. Und 770T sollten, glaube ich, 770 PS sein, oder? Also von daher, da gibt es vielleicht noch ein Problemchen, weil ansonsten würde der Aufpreis ja auch keinen Sinn ergeben, wenn es die gleiche PS-Zahl wäre. Reifenhersteller. Gibt es jetzt per se keinen Hersteller an sich. Ihr könnt hier zwischen zwei Stilen auswählen, was ihr haben wollt. Ne? Also vorne mit Beschriftung an der Seite oder weniger, andere Felge etc. etc. Aber ansonsten an sich hier alles soweit normal, was einen Reifenhersteller mit angeht. Reifenvariante wiederum könnt ihr hier hinten noch an die Narbe mit rangehen. Das ist es dann aber auch schon gewesen. Chassisschutz entweder gar keinen, dann Vollabdeckung V8, volle Abdeckung plus Schutzbügel. Also könnt ihr handhaben wie ein Dachdecker. Dann Kabinenaufkleber, gibt es ein paar zur Auswahl. Design, Design 2, Design 3, Design 4, Design 5, Design 6, Design 7. Auspuff gibt es einmal Standard, der ist dann hier. Dann gibt es Standard 2, dann gibt es einen Mund, dann gibt es drei Münder, dann gebogener Amerikaner oder gerader Amerikaner. Schutzgitter, entweder nein, dann Chromgitter mit weißen Lampen, mit roten Lampen, mit orangenen Lampen, mit blauen Lampen, lackiertes Gitter, das Ganze dann nochmal mit diversen Lampen in den jeweiligen Farben. Dann haben wir hier vorne noch, also im Endeffekt Frontdeko könnte man sagen, Stange an Gitter, dann hier mit quadratischen Lampen, mit LED 1, mit LED 2, dann mit runden weißen Lampen, mit roten Lampen, mit orangenen Lampen, mit blauen Lampen und so weiter. Stoßstange selber könnt ihr hier noch auswählen, ja, also ob ihr überhaupt eine mit dran haben wollt, dann was soll dran sein, ne, oder halt auch nicht, ne, das ist aber hier noch überschaubar in dem Falle. Dann haben wir hier oben auf dem Dach natürlich noch Spielereien mit dazu, auch hier wieder mit LED, ohne LED, hier mit diesen Michelin-Dingern, so komplett in Reihe geschaltet, mit Gelb, mit Rot, mit Blau, wie ihr es halt handhaben wollt, also auf jeden Fall eine Menge Spielereien für alle die, die das unbedingt brauchen, beziehungsweise dementsprechend auch unbedingt wollen. Hörner gibt es hier simpel ja oder nein, dann gibt es noch Warnlichter dazu am Grill, zum Beispiel Variante 1, am Grill Variante 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dann auf dem Dach in diversen Formen mit dazu, also für alle die, die Disco haben wollen, auch hier wieder mehr als genug mit dabei. Dann Stoßstangen kann ausgewählt werden zwischen klein, klein lackiert, mittel lackiert, groß oder halt dementsprechend groß lackiert, mittel mit zusätzlichen Geschichten und so weiter und so fort. Seitenstangen von der Übersetzung her sind dann dementsprechend die Geschichten hier, ne? Also ja oder nein. Dann haben wir Grillstile.
Also schwarzer Grill plus graue Streben, schwarzer Grill plus schwarze Streben oder lackiert oder nie lackiert oder das Streben, also die Gitter selber nochmal mit lackiert oder andersrum lackiert. Also auch da genug Spielereien für jeden Einzelnen hier mit dabei. Scheibentönung, klares Glas, dunkles Glas, also getönt oder auch nicht getönt. Chassis selber, also 6x2 oder 6x4 ne, von der Variante bzw. vom Antrieb her. Sonnenblenden gibt es auch wiederum divers, in dem Falle große Sonnenblende, große lackierte Sonnenblende. Ne, oder. Dann könnt ihr euch hier drinnen noch 3 Millionen Vorhänge mit reinnehmen. Warte, muss ich mal kurz die Sonnenblende hier wegmachen, dass ihr das seht. Ne, in Beige, in Schwarz, in Rot, mit mehreren Varianten wird er dazu. Reines Blau, Blau mit Schwarz und so weiter und so weiter. Ich gehe das hier alles mal ein bisschen schneller durch, sonst dauert das alles viel zu lange. Aber ihr seht, Individualität steht hier an erster Stelle. Dann Fahrerkabine, Dach, niedriges Dach oder großes Dach und spezielles Lenkrad, ja oder nein, dann ist das Lenkrad hier nochmal in der Innenraumfarbe mit dabei. Apropos Innenraumfarbe, da könnt ihr euch auch dementsprechend ein bisschen austoben, sind wilde Farben mit drin, ne, wie ihr seht, aber ja, ist eigentlich alles in dem Falle ganz schön, ganz machbar. Hauptfarbe ist die Außenfarbe, da stehen euch zwischen Chrom, Matt und habt ihr alleine gesehen, sämtlichste Farben zur Verfügung. Also da sollte jeder auf seine Kosten kommen, zumal man dann hier ja noch die ganzen Individualisierungsgeschichten mit hat, sodass man hier alles, also mit alles meine ich alles, alles hier irgendwie irgendwo separat mit einfärben kann, wie ihr seht. Also von daher, daran sollte es prinzipiell nicht scheitern. Kennzeichen bekanntermaßen. Kennzeichen. So, ich habe es mal für mich anspruchsvoll gemacht, also wie ich es schön finde in dem Sinne. Das wäre dann das hier. Wir haben hier das schöne V8-Badge dementsprechend mit drauf. Wir haben jetzt hier den Standardauspuff nach unten mit hinweg. Wir haben hier mehr oder weniger die Vollverkleidung mit den Schutzblechen mit dazu. Das ist die Standardfarbe hier gewesen. Ich habe jetzt hier ein dunkleres Blau mit genommen. Könnt ihr aber, wie gesagt, ja auch nochmal richtig einfärben, dass es dann so aussieht, wie es aussieht oder wie es aussehen soll. Vorne Scania Torpedo. Hier in dem Fall jetzt 4 Rundumleuchten oder 4 Warn. Leuchtblitzer vorne halt mit dran. Hier einfach nur so eine extra Stange mit dran, ohne irgendwelche Spielereien. Hier unten eine Stange mit diesem, ich nenne es mal Positionsleuchten mit dran. 770T, Kennzeichen, Fahrtleuchten, Blinker und Nebler mit dazu. Oben noch separate Beleuchtung, keine Sonnenblende. Oben auf dem Dach großartig nichts drauf, außer die Hörner. Ihr seht, ne, Kollision ist mit dabei, Dachvariante groß. Gegenüberliegende Seite ist gleich in grün, hier der Scania Vogel mit drauf, in schwarz gehalten, nur als Kontur. Hinten Sattelplatte logischerweise, hier die V8 mit dazu, ansonsten hinten alles schön abgedeckt, mit drinne Bremslichter, Blinker und Co. Kennzeichen, alles mit dabei, alles wie gesagt auch schön verkleidet. Hier noch diese Radnaben da mit drauf, diese riesen Dinger, wie ihr seht, also ja, je nach Geschmack von jedem Einzelnen von euch. Wir steigen ein, die Handbremse löst sich automatisch, das ist eine nette Spielerei, aber dazu später mehr. Spiegel links rechts funktioniert, inklusive Zusatzspiegel, Seitenspiegel, alles schick. Scania Lenkrad mit Scania Logo, ansonsten Armaturen drinne, technisch alles dabei. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Innenraum original ist zu diesem LKW selber, weil ich glaube, der Torpedo ist schon ein älteres Modell, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ne? Sieht hier drinnen nämlich alles relativ modern aus, aber gut, dann dürfen sich die Experten, also ihr, gerne in den Kommentaren darüber austauschen, wie, wo, was. Sieht jetzt aber, weil es mir jetzt rein um die Texturqualität geht, top aus. Ne? Ich habe jetzt keine Vorhänge hier mit drin, ich mag das alles nicht, ne? Aber hier breit nichts rum, hier ist alles knacke scharf, die Diegels sind gut, hier flimmert nichts rum und alles. Das ist jetzt noch die Standardfarbe hier, die Standardinnenraumfarbe, ist so nicht zu grell, ne, und bla. Also top, also wirklich top, muss man sagen, richtig geil gemacht. Muss man wirklich sagen. Haut soweit hin, deswegen texturtechnisch 1 mit Sternchen. So, hören wir uns mal den Säuntler an.
ja, kluckert und pfeift auf jeden Fall gut so vor sich hin. Ist natürlich kein Standard-Sound, das hört man ja sofort heraus. Inwiefern am Original oder nicht, das überlasse ich euch wieder die Diskussion. Aber hört sich auf jeden Fall definitiv nicht verkehrt an. Das passt soweit. Thema Funktionalität, kommen wir gleich mal hier vorweg zur Höchstgeschwindigkeit. Ihr seht, ne, der schaltet die Gänge logischerweise einzeln durch. Und der braucht auch eine Weile. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Rennding oder sonst was, sondern der braucht, der kommt auf seine 120 km/h, schaltet dann ja hier am Ende wirklich nochmal in die 12 und so. Und auch beim Bremsen braucht er durchaus seine Zeit, um zu stehen. Also das ist physikalisch gesehen gar nicht so verkehrt gemacht. Ne? Man merkt, das Ding hat ein bisschen Gewicht und alles und ist halt im Endeffekt kein Spielzeug. Schöne Sache, gefällt mir. Generell aber erstmal dann hier anzuschauen. Ihr seht hier, beide Hände sind am Lenker. Das ist soweit schön mit dem Beinchen selber. Wie ihr seht hier, ne, seht ihr so ein bisschen, dass es nach oben und unten geht. Also das funktioniert soweit auch. Pedale sieht man jetzt hier drinnen ganz gut, dass das Ganze auch mit animiert ist. Spiegel links, rechts funktionieren soweit auch alle. Sind auch sehr gut eingestellt, muss man sagen. Also man sieht das hier drinnen perfekt, ohne dass da irgendwas ist. Ihr seht hier oben beim CB-Funk das Kabel, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, das ist physikalisch, flupp, ne, das wackelt so schön mit sich rum. Also auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Ansonsten animationstechnisch gesehen noch von innen, wie man jetzt hier sehen kann, ne, das ist soweit alles hier auch mit animiert, passt soweit auch. Dieses Cruise-Control und so, das ist jetzt alles noch Deko, ist klar, genauso wie das Radio und Co. Der Rest haut aber hier soweit hin. Wenn ich hier Blinker anmache, Blinker links, Blinker rechts, ihr seht, der Blinkerhebel ist in dem Falle auch mit animiert. Also das funktioniert soweit in dem Falle auch schon mal mit dazu. So, dann gehe ich hier einmal kurzerhand raus. Dann gehen wir einmal hier in die Nacht mit rein. Dann sehen wir generell, ne, alles schon mal standardgemäß beleuchtet, das passt soweit. Wenn ich separat Licht anschalte, werden hier noch andere Icons hier separat mit animiert. Selbst so ein Kabinenlicht, nenne ich es jetzt einfach mal, was hier mit angeht, gibt es aber proaktiv keine Lichtquelle mit ab, ne, und Fernlicht und Co. auch hier vorne im Icon mit drinne. Wie gesagt, der Rest haut so oder so mit hin. Dann schauen wir uns das Ganze von außen an. Wir haben Tagverlicht hier unten mit integriert. Ne? Das ist soweit alles schicki. Dann haben wir einmal das normale ja, Standlicht, könnte man sagen. Normales Fahrtlicht dann hier mit dazu. Zusätzliche Scheinwerfer, die dann hier noch mit rangehen. Also einmal F, zweimal, dreimal und viermal mit dazu. Numpad 5 separat schaltet das hier unten mit an. Numpad 6 schaltet die Geschichte hier oben mit an. Hat aber ohne F-Steuerung in dem Falle keine Lichtquelle mit dazu. Und mit Steuerung F, ne, könnt ihr dann hier ja separat noch, ne, Fernlicht ein, Fernlicht aus, ist klar. Könnt ihr aber ja auch über die normale F-Steuerung in dem Falle mitmachen. Rückwärtsleuchten sind hier mit dabei, genauso wie hier hinten separat die Bremslichter ja noch mit funktionieren. Na, und die Blinker, wie gesagt, einmal hier, einmal dort, alles soweit easy. Rundumleuchten kommt jetzt natürlich immer darauf an, wie ihr das konfiguriert. Ich habe jetzt hier vorne die Vierer, ne, die blitzen da vor sich rum, das passt soweit alles. Hupe. Keine Standardhupe und keine Standardhupe ist schon mal gute Hupe. Ne? Aber von daher passt soweit. So, dann gibt es natürlich noch gegebenenfalls ein paar Spielereien mit dazu. Generell erstmal Interactive Control, wie ihr hier seht, ist nichts. Ne? Aber ihr seht hier Kontrollgruppe, Lenkrad, Sitze und Lenkrad sind wir jetzt gerade drin. Dann gibt es noch die Kontrollgruppe Fenster, dann gibt es die Kontrollgruppe Spoiler, die Kontrollgruppe Chassis-Federung. Und das ist es in dem Falle gewesen. Erste Kontrollgruppe, sprich Lenkrad und Sitz. Wie ihr seht, kann ich jetzt hier mit dem Maustast machen, was ich will. Passiert gar nichts. Kontrollgruppe 2, Fenster. Linke Maustaste gedrückt halten, linkes Fenster hoch und runter. Rechte Maustaste gedrückt halten, rechtes Fenster hoch und runter. Dann Kontrollgruppe Nummer 3, der Spoiler. Rechte Maustaste gedrückt halten, kann ich den Spoiler hier oben ein- bzw. ausfahren. Nette Sache. Kontrollgruppe Nummer 4, Chassis-Federung. Linke Maustaste gedrückt halten, nach oben und unten kann ich die Federung hier verstellen. Rechte Maustaste gedrückt halten, kann ich hinten dementsprechend hier die Federung ebenso verstellen. Das gleicht aber, ihr hört, ne, das gleicht aber halt dementsprechend auch immer sofort wieder mit aus. Wunderbare Sache. Ist also ein bisschen auf jeden Fall was dabei. Interactive Control hier drin. Wäre aber natürlich noch so das Nimbus Ultra mit einer Haufen Funktionen. Ansonsten, wie gesagt, Geschwindigkeit habe ich gerade gesagt. 120 U. Dauert aber dementsprechend seine Zeit, sollte klar sein.
Ansonsten hauen wir mal hier hinten einen Trailer dran. Ne? Dafür, wo es ja eigentlich darum geht, wenn wir einen LKW haben, ne, ist klar. Nehmen wir einfach den Krone-Trailer hier aus dem Standardspiel. Müsste in dem Falle ja ohne Probleme schaffen. Würde in dem Falle auch schaffen. Einmal Rückwärtsgang hier mit rein. So. Dann einmal hier unten drunter. Einmal ankurbeln. Ihr seht, dynamische Kabel, Schläuche, alles hier mit dazu. Dafür ist es ja auch dementsprechend an der V8 hier mit dran. Und dann kann ich jetzt hier auch wunderbar meinen Trailer von A nach B schieben, so wie ich das Ganze will. Sattelplatte kann ich in dem Falle hier nicht verstellen. Brauche ich aber ja in dem Falle auch nicht, weil wozu auch, ist ja alles soweit in Ordnung. Ihr seht, selbst wenn ich hier hart einlenke, na, da kollidiert nichts dran. Das ist auf einen Millimeter genau in dem Falle so gemacht, wie es im Endeffekt soll. Na, von daher passt soweit. Jo, schick schön. Dann bleibt ja am Ende ja nur noch der Lok übrig, ne? Ist richtig. Und der ist, wie ihr hier seht, soweit auch sauber. Wir reden hier von 42 MB, könnt ihr also auch definitiv keine Fehler damit machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein deutsches Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auch da rennen. Tschüssikowski. Tschüss.